Gucken wir mal. Oh ne, warte. Ich habe noch was Neues geholt. Die MG-Stellung. Okay. Ausprobieren, okay. Ich weiß, kann naja. Stimmt, besser in so eine defensive Map. Ich war schief. So. Ja, ich kann nicht hören. Da sind schon direkt Gegner. Ja, war ja klar, ne? Gott, ist das ein Visier. Sinn, ne? Explosion. Ja, da hinten ist ein Stürmer. Was ist das? Ist er weg? Ja. Ja, so. So, oh, da habe ich wohl nur drei. Ja, da hat nicht viel Munition, das Ding. Aber er hat garantiert one-shotted. Wollt man sehen. Aber das nehme ich an, genau an, ne? Ja, klar. Diese Probe wird uns im Krieg weiterbringen. Mal schauen. Erster Eindruck war sehr gut. Ich habe auf etwas geschossen und es ist gestorben. Genau das wirklich. Dagegen die Dropship ist das Ding nicht so gut, weil er nicht die Schwachstellen von den Dingen anvisiert. Der Drift Dropship so anvisieren und die gehen ja so nicht kaputt, ey. Ist ja voll fehl von diesen. Hast du gesehen, wie die sich da durch die Gegend katapultieren? Ja, ja. Oder der eine, wo der in der Luft war. Von der Rakete getroffen wurde, ne? Ja. Hey, was geht? Na? Ja, was? Oh, der hat. Was ist das? Was ist das? Nichts wegen dem Rauch. Ah. Aber ganze Munition. Machst du halt da? Ich gebe dir Rückendeckung. Nein, die Munition von dem Ding geht aus. Nein. Das ist auch voll kacke. Oh, hat schon Schaden gemacht. Ne? Dinger sind schnell gestorben. Mein Gott, ist hier bei Feuer. So, und nun. Bis das Feuer weg ist. Ich übernehme das Terminal. Seltene Probe gesammelt.
Wir haben noch nicht mal eine normale Probe. Mal genau ins Gesicht. Missionsfortschritt notiert. Ah, gut. Fire Rover. Ich habe doch gerade gesagt, nicht in die Türen da rein. Ich schaffe immer einen Weg da rein zu. Seid ihr auch ein neuer Planet? Ich komme irgendwie nicht bekannt vor. Vorräte, südwestlich. Was? Oder ein neues Ding? Nur Dinge an wie sie noch gar keine Gegner gespawnt. Ist nur ein Loch übrig. Noch eine Probe. Ja. Boah. Kann mir nicht der Fall so sein, ich finde ja nichts. Ah, ist noch eine. Hab eine Probe. Okay. Das war noch easy. Nur wie lange? Bis ja alles den Bach runtergeht. Ja, das passiert. Ha. Ich habe irgendwie geschafft, einen Bogen drum zu machen. Der ist wie wenn einer über Nägel läuft und sich 100 weh tut. Hab den nicht gesehen. Der tut doch nicht weh, aber blutig. Oh mein Gott, Schmerzen tun weh. Ich hatte irgendwas gerammt, ey. Wir benötigen ein Geschütz. Oh, sehr gut. Meine Geschütz genau in den Löchern da reingelandet. Ah. So, letzte Loch. Ja. Mein Geschütz ist genau in eins der Löcher gelandet, also wir haben mir Zeit gespart. Hast du eine Probe aufgenommen? Ne, hier ist nichts. Ich glaube, da ist was Großes. Aber lass erstmal die Geo-Dingens machen. Mal auf den Rückweg. Nein, war richtig. Ja, dann weiß ich nicht, würde ich mir Sorgen um deine Augen machen oder um deine geistigen Fähigkeiten. Ich weiß es nicht. Schau halt eben auf die Karte und so. Dann ist wie einer, der die ganze Zeit den Glastüren läuft. Ich guck doch immer auf die Karte und so und alles andere. Unsichtbare Wand. Das ist dieses unsichtbare Machtfeld, das mich abhält, weiterzugehen.
So, müssen wir machen. Ding platzieren. Oh, da. Ja, ja. Ich war bereit. Wo kommen sie? Da. So, von da kommen auch welche. Hier so Dampf aufsteigen. Ist ziemlich schnell gerade. Ah, da oben. Mein Gott, hab ich das dicke Ding gerade gewonshot? Nur ein Schuss auf das Ding abgehen. Wo die sind. Ja. Ich bin so weit, ist das geschützt noch perfekt. Ja, ja. Ich habe mich ja extra hier da hingestellt. Aber vorsichtig. Alles gezeichnet. So. Positioniere Pin nordwestlich. Ah, was ist da? Die sind die ganze Zeit von nahe gekommen. Oder waren das nur Durchbrüche? Ja. Deswegen ist das hier so einfach. Ja, ich wollte mal ausprobieren. Ich bin geflogen. Ich weiß auch nicht, wie das genau funktioniert. Der schießt und dann tut der Helldive. Ja, ja, der. Er tut so eine. Nach hinten springen und dann schießen, habe ich gesehen. Ich habe geschafft. Ich bin gerade weggeflogen. Ich habe irgendwas Schweres. So, der ist aber tot, oder? Nee, oder? Ich, mein Gott, mein Schwert ist schon wieder fertig. Ups. Noch mal Pistole. Aber das ist ja. Nest. Ja, von dir nicht. Okay. Wo seid ihr? Da seid ihr alle. Orbit
Nein. Würde es niemals tun. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Er ist weg, ist klar. Okay. Muss man lang da lang. Oh, da ist ein. Er ist tot. Ja, muss gar nicht zielen. Ausgezeichnet. Ja, so. So war das, glaube ich. Also man muss von dem wegspringen und dann da drauf schieben. Das ist nicht so schwer. Dass du nicht zu nah an dir rangehen, nehme ich an. Weiß noch nicht, wie das irgendwie helfen soll, gameplay-mäßig. Nein, das ist voll die Competitive Strategie. Ja, voll dem Competitive gegen die anderen Spieler, ne? Ja, ja. Warte mal, ja. Irgendwie nix am Proben, was soll das? Das ist auch voll leer hier. Nutzt halt da kaum mehr. Okay. Ich glaube, ich habe zwei erledigt. Na. Also immer noch Kontaktgranaten? Ja, und triffst damit die Löcher die ganze Zeit. Au! Dieser Sack, ey. Aber voll so die typische Szene, du bist irgendwie ja, während du von jemand weggerannt bist, in jemand anderen reingerannt, der hat dir einfach eine übergezogen. Mir da fette Dinge reingelaufen, der hat mich einfach angekotzt. Ah, verdammt. Ah. Ja, Leute. Zeit für ein Feuerwerk. Ja, natürlich kommt da noch ein Stürmer. Ha, ha. Na. Ja. Wo ist mein ganzes Zeug? Ich bin durch den Aufprall gestorben, er ist ja mich weggehauen hat. Fordere Befestigungen an! Ja, weg davon. Wir dürfen da dahin. Ah, ich bin schon wieder der falsche Spieler. Boah. Oh, wo seid ihr alle? Ehrlich? Ein Stürmer, der hinter dir.
Ich habe aber keine Waffen, um den auszuschalten, Herr. Schwer, nordwestlich, in der Nähe. Da sind meine Damen. Mein Gott. Ja, Dog. Hat er mich einfach voll mit meinem Geschütz weggebrettert. Oh, schauen. Nicht mal Punkte irgendwie für Fleiß oder so. Ja, wo ist jetzt meiner? Nein, da wäre aber weniger episch gewesen. Schaden, ja, den abgeprallte Schüsse. Ich habe gedacht, vielleicht treffe ich irgendwie, mache ich den seine Panzerung kaputt oder so nach der Zeit. Deine Sachen sind hier. Okay. Er hat mal Raketenwerfer halt nicht. Mein Speer. Wie sieht der nicht an? Diese Dicken tut er irgendwie nicht an, wie sie an mit dem Speer. Diese Dicken, ja. Diese Giftspeier. Weil es nah dran ist wahrscheinlich. Ah. Na, lass mal ein bisschen weg gehen von dir. Ich wollte in die Richtung von Reagenz Blaster. Ah. Ich gehe da mal. Oh. Was war eine Flucht, ne? Was ist das denn hier für eine Farm? Was pflanzieren hier an? Proben nehme ich. Sind wir noch am Kämpfen. So, ich würde zu dem Reagenzglas gehen. Oh Gott. Hab in die Klasse da reingeschossen. So viel Rauch. So, alle Gebäude zerstören. Oh. Also ja, muss ich sagen. Mal was? Dann Pierscher? Nee. Hätte ich jetzt gar keine Lust noch. Schneller als die blöde Bombe. Mein Gott, ich muss noch eine Minute und 40 Sekunden warten. Also genau das gleiche Thema wie mit dem, wenn er. Die eine Minute wird das schon klappen. Muss halt eher abwägen, so, ob das überhaupt möglich ist.
Fuck. Gott. Na, wo ist mein M? Ich habe mein MG-Geschütz platziert. Wo? Ist das schon kaputt? Ist super weg. Mein Gott. Oh, das ist ein Stürmer, der einfach am Chillen ist. Ihr werdet sonst niemals. Und dahinter ist direkt noch einer. Ja, den kann ich jetzt nichts machen. Ja, halt das. Na, wie steht der denn da? Ich muss nachladen. Aua. Eliminiert von Darth Vegas. Hey, der hätte dich eigentlich gar nicht treffen dürfen, der Strike-Gel. Fordere Verstärkung an. Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. Für den Stürmer verletzt. Die Demokratie. Oder ich. Weiß nicht, der ist so gut wie tot, ey. Ja, ich tue mir mein Schwert auf den ganzen Fall. Kommen sie immer und immer wieder. Die Demokratie ist gelandet. Wir benötigen ein Geschütz. Mein Gott. Warte. Haben wir alle Sachen eingesammelt hier? Ich habe meine Gruppe eingesammelt, weil du weißt nicht. Au! Oh, der hat in das Feuerfass reingekotzt. Ich wollte die Probe einsammeln, da war ein blödes Feuerfass. Ich habe das aufgehoben, der hat mich angeguckt, dass er in meiner Hand explodiert. Oh. Was hat ihr für ein Comedy-Timing heute mit den Viechern? Ja, und es geht ums Prinzip hier. Hast du meine Quasarkanone aufgehoben? Ja. Evakuierung verfügbar. Wenn ja, dann habe ich sie jetzt nicht mehr. Weil da stand gerade plus 1 Quasarkanone. Ich glaube, du hast sie aufgehoben. Lade nach! Nein. Aber eigentlich stand da gerade plus 1 Quasarkanone. Ja, dann weiß ich nicht. Okay. Wer ist der Vorratsbacke? Ausrüstungspaket unterwegs. Wieso hast du denn keine Munition? Du bist doch gerade erst gespawnt. Ja, mein Raketenwerfer hat. Ja, ich hätte eigentlich nur den Raketenwerfer spawnen müssen. Stimmt. Ja, eigentlich schon, also. Das ist Mess. Nein, du Sack. Oh, macht er noch eine Piorette, bevor er stirbt. So, irgendwie ist da aber immer noch ein Ding. Irgendwie ist ja immer noch ein Loch, obwohl er gerade stand, abgeschlossen. Mein Gott. Ich glaube, wir sollten mal auf dem Weg zum Ausgang machen. Na, müssen wir lang da lang. Wo ist das? Kostet ein wenig Demokratie. Eine kleine Sehenswürdigkeit. Exotischen neuen Lebewesen.
Zeit. Mein Gott. Hier sieht ja aus wie der eine Planet von am Ende von Episode 7 von Star Wars. Der Planet, wo Luke war. Was nicht wieder wieder noch mal hieß, wo Ray den gefunden hat. Wo Ray Luke Skywalker am Ende von Episode 7 gefunden hat. Okay, weil da Gras ist oder was? Also... Ja, weiß ich, das sah jetzt ja gerade so ein bisschen aus. Okay. Ja, die importieren wahrscheinlich genau das gleiche Gras. Da ist eine Sehenswürdigkeit, aber irgendwie ist ja nichts. Ich dachte. Wir finden wir auch keine Proben mehr. Nein, Stücke. Ja. Wo sind die mal? Die ganzen Sachen nicht angezeigt? Ja, auf der Karte ist eine Karte irgendwo verteilt, ne? Ach. Also von so weit keinen Schaden bekommst, aber wenn ich einen Insekt so einmal anhaust, bist du sofort tot, ey. Die können auch kritischen Schaden machen, ne? Ja, super. Das ist ja wunderbar. Ja, das machen wir ja auch. Wenn wir den in den Kopf schießen, machen wir auch mehr Schaden. Ohne Fleiß keine Freiheit. Der hätte mich schon wieder fast aufheben. Da will ich doch nur links. Ja, ich habe gerade fast hoch auch hochgehoben. Der hat mich dann angekotzt, während ich das in der Hand gehabt habe. Warum bist du ja da aufheben, ne? Ja, da war eine Dings, eine Probe in der Nähe. Ich wollte die Probe eigentlich einsammeln. Das Spiel hat sich gedacht, so, oh, du willst das fast aufheben? Kein Problem. Machen wir doch gerne für dich. Ja, jetzt will er noch machen. Ich dachte am Anfang. Ja. Nee, du machst doch. Du machst doch. Du musst doch die Waffe, ja. Oh Gott. Ich muss ja einmal damit schießen und dann muss ich ja nachladen. Ja, kannst ja jetzt nicht, ne? Oder? Kannst ja mit dem Ding schießen, oder? Du musst erst anvisieren und dann musst du schießen. Ja, weiß ich nicht. Ich sag doch, die Dinger werden irgendwie nicht anvisiert, glaube ich. Okay, ich komme her. Nimm das, danke. Okay. Jetzt gib her. Ja. Ja, ich habe irgendwo ja mein Geschütz platziert, aber ich komme mich nicht da rein. Das. Oh, mein Geschütz steht noch. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, das stand nicht. Das ist einfach explodiert. So. Gar nicht. Nee, das ist die Quasarkanone, was? Ja, das meine. Du hast den doch. Ja. Ich dachte, ich habe den gerade eingesammelt. Ja, ich habe den immer noch gehabt. Pelikan 1 macht sich zur Landung bereit. Ah, ah. Ja. Sie haben unsere Lebensweise verteidigt. Haben wir die ganzen Billig-Trophäen schon mal.
Wir arbeiten dran. Wird ja wohl noch mal irgendwann passieren. Mein Gott, alles abgeschlossen. So macht man das. Wahrscheinlich war da irgendwo ein Pilz. Die zwei extra Dinger nicht gekriegt. Ein Level kriegen wir jetzt noch. Dann haben wir noch zwei Level für den Mecker. Ja. Bam, bam, bam. Unsere Caves sind im Sink. Unsere Bewegung auch. Oh, also gut. Willkommen zurück. Die Terminiden, die Sie besiegt haben. Ja, kann ich mir nicht irgendwas. Warum weht hier eigentlich die ganze Zeit ein Wind? Ich dachte, wir sind im Fall. Guck mal da rein. Okay, wieder Eier erledigen. Also nicht. Ja, ich hin. Dann nehmen wir mal den Speer wieder. Mal so schlecht war der eigentlich nicht. Nicht gesehen. Ja, okay. Ich hab gesehen, wie die da abgeprallt ist und dann nach links gegangen ist. Für mich sieht da aus, als würde die einfach nur in der Luft verschwinden, sich so auflösen. Also wie die eine Szene hier in Naruto Shippuden, als hier Pain auf Kakashi einen Nagel geworfen hat und Kakashi hat den einfach mit einem Kamui weggemacht. Ja. Ungefähr so passiert das wahrscheinlich. Die Roboter haben das Sharingan auf ihrer Seite. So, was sieht man uns hier schon wieder? Voll unbewusst die ganze Zeit entdeckten wir gemacht hier. Ah. Auf mein Geschütz steht hinter dir. Nein. Das hat nicht gereicht. Ja, lass mich weg. Okay, er ist umgefallen. Sehr gut. Also. So. Nee. So, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen, aber nee, ne. Dann seifen wir das mal ein als Safe. Aber ich habe die bessere Auswahl. Taktikausrüstung im näheren Umfeld. Eine Probe gesammelt.
So, Rauch. Sprengstoff. Hochexplosiver Sprengstoff. Oh, wir haben Besuch. Ach, das ist Rauch. Ich glaube, diesmal haben wir sogar noch eine beschissene Auswahl. Ja. Och Mann. Na gut, dann packt das da rein. Dann haben wir nur zwei Offensive. Paket gefunden. Lege Paket ab. Ja, müssen wir da reinpacken. Also hier drum ist noch irgendwas. Ne. Paket gefunden. Paket wird abgelegt. Na, ist nix. Paket gefunden. Paket wird abgelegt. Paket gefunden! Lege Pakete! Na, was drin? Ah, Korallenblau Nummer 2. Laser von einem Ding streichen die ganze Zeit. Okay. So. Was als erstes reingepackt? Hochexplosiv. Ich habe keine Ahnung. Boah. Ziel in der Nähe. Ich würde das so schnell wie möglich da reinmachen, bevor die Gegner kommen. Also. Hm. Ich glaube, der erste ist Rauch oder Statik oder so. Ja. Ich mach die Eier so kaputt. Das ist Firma. Wow! wo ist der hin? Der ist in die Luft geflogen, hast du das nicht gesehen? Der hat auf den geschossen und auf einmal war der weg. Ja, der ist voll über dich geflogen, ey. Mein Gott, ich habe 49 Eier gerade kaputt gemacht mit meinen. Mein Adler. Ja, dann Löcher. Ich hab das Ei geboxt. Ah! Hier oben. Der Aussicht hier oben ist herrlich. Ausgezeichnet. Ah, die brüllen sich hoch. Die kamen einfach aus dem Boden gebuddelt. Ja. Geht sehr gut. Und boah.
Ein sehr komödiantische Folge heute, habe ich so. Hallo? Irgendwie ist ja noch was rot. Sind ja noch Löcher? Ne, in die Richtung. Okay. Keine Granaten, keine Muni mehr. Ich habe das Ding tut irgendwie nur gepanzerte Sachen an, wie sie an. Was bist du für ein Viech? Oh, da hinten sind sie gelandet. So. Ja, warte, in der Richtung ist irgendwas. Ja, da kommen wir nicht hin, weil alle Gegner sind. Da ist irgendwie so ein blöder Pilz oder so. Ah, ne, Nester. Weg, sehr nett. Geh weg, sehr nett. Ah, Leute. Ich will neue Brutstätte zerstören. Könnte mal ein bisschen chiller sein, das Ding. Ja, hat es nicht gerade. Hat nicht gerade Vorräte platziert? Warum habe ich schon wieder keine Spitzen? Ich glaube, ich habe ein Problem. Ja, sehr paranoid, okay. Manchmal jagt es mich einfach nach einer Spritze, okay. Ja. Hab was gefunden. Seltene Probe gesammelt. Probe gesammelt. So. Wir gehen mal so da lang und ganz viele Sachen. Werfe Vorratsbarke. Ausrüstungspaket trifft ein. Da kann ich irgendwas mit meiner Raketenwerfer abschießen, wo ich nachlade. Gut. Okay. Ich habe wieder einen Schuss. Hat was gefunden. Gerade beide
Bugdurchbruch gemacht. Schon vorbei, okay. Seltene Probe gesammelt. Das war ziemlich lahmer Backbruch. Feldreiber sterben nicht. Okay. Na, jetzt kommen ja drei Sachen direkt nebeneinander. So gegen kleine Gegner, ne? Ja, macht auch schweren Gegnern, also das kann keine schwere töten, aber dann macht den auch Schaden. Nein. Oh, sorry. Das war ich. Ja, ich weiß, dass du da warst. Ich hab's gespürt. Bist da mitten reingesurft, ey. Ah. Oh, sehr gut. Ja, voll viel getroffen. Box dich. So. Guckst du so. Ich mag's nicht, wenn mich. Schieß aus deinen Hintern. Nein. Vorbeigeflogen. Ding. Nein, Güte. Ah, und der hier Stöcke. Ich mache jeden einzelnen von euch kalt. Pass auf hinter dir. Vernichtung, das geht aber sehr unschön. So. Ja, ich habe die eingesammelt. Keine Sorge, ich helfe dir. Verdammt, alles ist schon tot. Ich richtig. Ja, boah, der Geschütz schießt schon wieder auf mich. Ich stehe hier einfach nur, der
Ich bin mir sicher, es hat seinen Grund. Ja, bitte Befestigungen. Was da? Ja, wir müssen euch so. Ja, ganz klar, auch da hinten, ja. Spritzen? Nee, Bier. Bier. Ist ja noch besser. Ja. Ja. Die Evakuierung? Ja, ist aber Evakuierung. Schon mal vor scouten hier. Ich sehe nichts mehr. Nein. Oh. Ja, ist hier oben gekommen. Ja, schon wieder Bug. Ja, schon wieder Bug durchbruch gemacht. Sterb. Ich hab dich dreimal geboxt. Okay, der geht schon zu mir. Noch Bescheid geben. Nordöstlich, 50 Meter. Ich habe meine Drohne, hat mich gekillt. Verstärkung! Weiß nicht. Da war kein Gegner neben mir. Ich glaube, der hat mich gekillt, ey. Ziel in der Nähe. Na, das kann noch mal passieren. Da ist ein Stürmer. Und da ist noch einer. Aber ich kann sogar seine Beine anvisieren, wenn ich will. Wo ist meine? Meine Rakete ist einfach nach Hause gefahren, ey. Voll in die ewigen Weiten davon gezischt, ey. Ja, genau gesehen. Dann hilft mir diese anderen auch zu töten. Okay, was auch immer du bist, mach was. Rauch, oh, super. Ich
Wir werden jetzt nie im Leben sehen, wie wir ihre Nester kaputt. Wir müssen aber nichts passiert. Ja, doch hier. Wir machen eine Rauchparty. Das ist wieder Rave Party, nur mit Rauch. Oh, da sind die Eier. Mein Gott, ey. Ja. Nein, ah. Oh. Nee, was soll durch die Gegend zu fliegen? Da, jetzt verfehle ich das Loch auch noch. Aber ist okay, kann ja am besten mal passieren, ne? Mein Leben für Übererde. Magazin leer. Ich box dich. Aua, aua. Ja. Ist auch noch ein Loch, oder? Aber ich bin ja zu viel. Warte mal. Okay. Alter. Mein Gott, ey. Ich mach einen Schritt. Dusch, dusch, dusch. Au. Jetzt zählt dein Ding auf mich, oder was? Ja, das Gefühl, er zieht irgendwie gekonnt auf mich. Zum grünen Abschluss. Gott, au. Schon wieder hier oben gelandet. Ah, schön. Hey, was geht, ne? So, irgendwie sind wir da rot. Irgendwie ist hier noch ein Nest oder so. Ja. Ich weiß aber nicht, wo. Ich höre Gegner hier in der Nähe. Weg. Alter. 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 Lass mich ja dran. Ja, kannst du mal auf mich warten? Ich bin ja noch. Ich bin doch voll am Kämpfen hier um mein Leben. Ja, ich war ja noch nicht fertig. Ich bin umzingelt von allen hier. Ja, ich wurde auch von Gegnern umzingelt, wie blöd. Ja, ich glaube, die sind einfach nur da, um einen zu nerven oder so. Weil das sind ja keine Nester, das sind ja eher diese Eier. Naja, weil die halt nur Teil von diesen, Eiergebiet waren. So, was zum Riesenfeld, aua. Ja, ich kann den gar nicht anvisieren. Hey, immer
Ja, er stirbt nicht so schnell. Mein Speer kann ihn nicht anvisieren. Bonk. Wenn wir da reingelandet. Nein, das ist mein Pilz. Finger weg. Ey, geht ihr mal weg von mir? Hey. Komm her, ich bock euch zurück. Wo ist mein Zeug? Sie alles, ey. Nicht oben rechts ist irgendwas. Aber ich hier bin, hier wird noch rot angezeigt, der wo ich hier gerade laufe. Wird hier noch so ein roter Bereich angezeigt, der wo ich hier gerade bin. Oh. Sehe hier noch nichts. Also, oder nicht? Ja. Doch, weiß nicht, was das ist. Markiere Karte, südwestlich, bei meiner Position. Oh, was macht der Reagenzgläschen? Was soll man da machen? Alle Gebäude zerstören. Mein Gott. Oh, das dafür glaube ich nicht. Ne. Hallo. So. Nur einfach ein Airstrike da rein. Nein, ich wollte. Oh, jetzt habe ich das schon aktiviert gehabt. Und habe ich da gerade aktiviert? Rauch, okay. Das dann auch. Geht ja noch. Oh Gott. Da war nicht mehr eine Atombombe. Mir gleichermaßen viel Schaden machen wie meinen Gegnern. Ich hätte die ganze Zeit nur gestreift von dem. Schön, hilf mir. Was ist denn da? Lauf doch weg.
Ja, das sind doch noch Sachen. Sonst gehst du doch auch immer zu allen Sachen. Wir haben da überall rote Sachen auf der Karte. Oh, dann rennen wir eben weg. Wir müssen ja uns absprechen besser. Ich habe Gefühl. Ich dachte, wir sind jetzt fertig hier. Nee, gut. Wer will ich? Weil die kriegen wir sowieso nicht alle hier. Aber hier ist auch eine Trichter gekriegt. Oh, dann haben wir ab. Ah. Leute. Und ich kann auch nicht wegrennen, weil die Gegner alle immer so schnell sind und mich verfolgen. Gegen dazu den Robotern, die voll lahm sind. Ah. Die schießen dich nur aus Entfernung, aber wir werden die dir hinterher rennen, ey, oder fackeln. Ich bin durchgehend am Rennen und die hauen mich die ganze Zeit. Es vergeht keine Sekunde, in dem ich nicht eine geklatscht bekomme von diesen blöden Viechern. Lass mich in das verdammte Loch da rein. Ja, ich auch nicht. Du warst doch schon von Anfang an gegen die Roboter, ey. Schon bevor wir gegen die gekämpft haben, hast du immer gesagt, so, ich will nicht zu den Robotern. Ich hasse metallische Leute. Ich bin voll rassistisch zu... Wo ist mein Geschütz, bitteschön, dran? Der ist doch am Schießen. Der ist doch in der Luft gewesen, was? Ja. Also dein Zeug, ey. Noch 5 Minuten. Ich wiederhole. Noch 5 Minuten. Hey. Ah, fuck. Jetzt kommen noch mehr Gegner. Ich verpiesel mich. Ich hab keine Lust mehr. Ich wollte meine ja, ich hab 10 aufgenommen. Ich glaube, da waren alle. Ich hab deine vorhin auch noch aufgenommen, bevor ich gestorben. Glaube ich. Ja, na, warte mal. So. Ich bin durch, kann im Rennen. Der holt mich immer noch ein. Der holt mich immer noch ein. Mein Gott, ey. Gehst du weg von mir? Oh mein Gott. Leck mich am. Oh, ey. Dinger regen mich so auf. Hast du schwere Rüstung an? Nein. Mittlere, glaube ich. Weil ich habe kein Problem, vor denen wegzurennen. Ich bin durchgehend am Rennen, aber die tun mich immer anspringend dann hauen. Während ich am Rennen bin, werde ich die ganze Zeit von denen in den Rücken gehauen. Die ganze Zeit, ohne Ende, ohne Pause. Nicht eine Sekunde vergeht, wo ich nicht gehauen werde von denen. Da kann ich wenigstens in Dings gehen, ey. Ich sage langsam, glaube ich, du machst das extra, um mich aufzuregen. Ich glaub, das nicht. Jedes Mal, wenn ich was sage, muss. Jedes Mal, wenn ich sage, so, oh, ich hasse diese. Jedes Mal, wenn ich was gegen die Insekten sage, kommst du direkt immer irgendwie mit einer Verteidigung. Ey. Du kannst ja nicht einfach mal sagen, ja, okay, ich verstehe, so fühlst du dich einfach, ne, ja. Ich weiß gar nicht, warum du die Roboter so geil findest. Du kannst keine fast von denen töten, weil die alle schwer gepanzert sind. Weil nicht von denen immer Millionen von denen ja mich angreifen. Ja, aber ich höre immer, wie du sagst, Ebo, den kann ich nicht töten, den kann ich nicht töten. Wieso? Du kannst wenigstens die Verstärkungstruppen von den Robotern erlegen. Ja. Du hast einfach die Schiffe kaputt, boom, explodieren, fallen auf die runter, tot. Ist die auch nicht so schlimm. Wir kämpfen ja gegen Käfer, die kommen immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder. Haben, ne? Ja, wir haben ja auch schwer gespielt. Ist ja,
sind wieder vollkommen anders. Mein Gott, ey. Du hast doch schon von Anfang an was gegen die Roboter. Du bist robotisch, ey. Das ist das. Bevor wir gegen die gespielt haben, so, oh, ich will nicht zu den Robotern, die können schießen. Bist du sicher, dass du da hin willst, zu diesen dreckigen Robotern, diese dreckigen Metallbirnen, ne? Boah. Ja, das, das waren deine Worte. Ich hab's alles auf. Ich hab doch gesagt, die Roboter sind nicht so schlimm wie die. Ich meine, die Roboter sind schlimmer. Außerdem sind die Roboter ganz schön cooler. Also ganz nebenbei. Was ist mit den Robotern? Die gehen was? Die sind wenigstens cooler. Alles klar, und die halten noch mehr aus, ne? Ich hab nur gesagt, die sind cooler. Weißt du, in den Insekten cool. Kettensägen dauert ewig, bis die draufgehen. Ja, und die Pirsche sind voll angenehm, ne? Die sind absoluter Genuss. Naja, aber die kann man beenden, sodass die gar nicht mehr kommen. Ja, ja. Der Roboter mit dem Schild, der kommt immer wieder. Der hat keine Fabrik. Da willst du eine Granate auf den Weg. Ja, wenn du keine Granaten mehr hast, dann will ich keine Granaten nie verschwenden. Ja, das ist nicht mein Problem. Wenn du so knauserig bist. Dann ist das dein Problem, dass du nicht vor denen wegrennen kannst, vor den Insekten da, ne? Also. Ich kann vor denen wegrennen. Ich kann nicht von denen wegrennen, weil die einfach so schnell sind. Die sind so schnell. Ich kann auch vor denen wegrennen. Dann weiß ich nicht, was du da machst, ey. Hey. Und so endet die Freundschaft zwischen den Nanier und dem Weges wegen einer Debatte zwischen Robotern und Insekten. Ich meine auch nicht, dass die Insekten einfach sind, aber die sind nicht so schlimm wie die Roboter in meiner Meinung. Wir benötigen ein Geschütz. Ich weiß nicht, zum Beispiel ein großes. Oh Gott. Leichter ist, eine schwere Festung einzunehmen. Ja, was? Eine schwere Festung? Eine schwere Festung? Von was? Ja, von einem Robotern. Das ist schwerer als ein großes Nest kaputt zu machen, in meiner Meinung. Aber wir schaffen es immer. Ja, und die Nester schaffen wir auch irgendwie. Wir haben heute schon eine Mission nicht geschafft. Ja, da ist er jetzt mit dabei, alles chillig. Stirbt ihr da gegen Viecher? Das ist genauso eine Person, die irgendwie Spinnen verteidigt. Ja, Spinnen soll man nicht töten. Die tun einen helfen, voll Fliegen zu töten und so. Das war ja sowas von klar. Weißt du, was auch Fliegen töten kann? Ich brauche dafür keine Fliegen. Alles, was dieses Zimmer betritt, was mehr als zwei Beine hat, stirbt. Durch meine Hände. Brauche ich keine Spinne für. Ja, keine Ahnung. Ja, vielleicht war er auch verbuggt, keine Ahnung. Ja, ja, verstehe ich das. Ja. Ich bin so verschwitzt, ey. Ist auch warm heute, ey. Ja. Ja, 23. Ja, und irgendwie habe ich einen Krampf voll in meinem Bein, ich weiß nicht wieso. Ich komme gar nicht dazu, mein stationäres Geschütz da irgendwie einzusetzen. Ja, oh, Teme, bekurscht der.